Ich glaube, wir haben es. Wir haben den Hotspot gefunden. Die Krautfelder stehen voll mit Karpfen und wir haben noch 2 Tage Zeit. Also ich sag mal so, das hier kann lustig werden. Let's go! Oh. Das war beim ersten guter Fisch. An dem Kauf! Auf dieser Reise werdet ihr Edo und mich in den tiefen Süden von Spanien begleiten. Um genau zu sein, die Extremadura. Nach einer kleinen Abkühlung wird es Zeit, alles vorzubereiten. Wir müssen noch einige Sachen montieren und eigentlich wollten wir, bevor es dunkel wird, die Routen noch fahren. Ich habe schon viel über das Gewässer und auch die Region gehört. Und jetzt, wo ich hier stehe, verstehe ich, wieso so viele Leute über den See schwärmen. Es ist nicht zu vergleichen mit den Seen in Frankreich oder in Deutschland. Es hat irgendwie seinen ganz eigenen Charme. Die Routen liegen und irgendwie fühlt es sich schon komisch an. Die Karpfen können überall sein. Der See hat über 5000 Hektar und ich habe soeben meinen Köder irgendwo in diesem Meer versenkt. Also etwas Glück gehört doch schon dazu. Und in den Netz. Der erste Fisch, geil, Mann. Edo, was sagst du? Ja. Edo ist todmüde. Kein Ries. Naja, aber ein Anfang. Immerhin ein Anfang. Guter Fisch, Junge. So, Leute. Wir haben jetzt 7 Uhr und der zweite Fisch ist abgelaufen. Ja, das Licht, man kann es nicht gut sehen wegen dem Licht jetzt, aber es wird gerade hell. Ich warte da vielleicht noch eine halbe Stunde, eine Stunde und dann zeige ich euch den Fisch, denn der ist schon deutlich besser. Yes! Harte Nacht. Ja. So Leute, erster Fisch für mich im Orellana, Extremadura. Oh. Fett, Alter. Fett. Geiler Fisch. Mann. Boah, schau dir die Schwanzflosse an. Die ist über eine Hand groß. Geil. Bueno.
Bueno. Das ist Tradition. Oh. Und dann beim ersten guten Fisch. Einen Lauf! Das sagt man immer danach. Okay, noch gleich ein Foto. Sehr geil. Was für zwei Tage. Ja, also auch mit dem Schatten hier ist es gar nicht so einfach. Es sind 26 Grad, die Sonne brennt richtig. Und ja, wenn ich irgendwas filmen will, muss ich immer so ein schattiges Plätzchen suchen, denn sonst brennt hier alles aus und das kann man nicht gut sehen. Aber ja, gestern sind wir angekommen und ich glaube, es war gegen Nachmittag. Dann haben wir schnell noch die Routen gefahren und waren genau fertig, wo die Sonne unterging. Und in der ersten Nacht konnten wir schon zwei Fische fangen. Ich bin over the moon, also der zweite Fisch war schon ein echt dicker und was soll ich sagen, es ist einfach nur krass, denn ich weiß, wie schwer das Gewässer ist, ich weiß, wie viele Leute hier angeln und so einen Fisch halt in Tagen nicht fangen und wir kommen einfach hin und fangen das einfach mal. Aber an der Stelle muss ich einen riesengroßen Dank an Edo aussprechen, denn der kennt den See wirklich gut, der angelt hier schon seit Jahren und wusste genau, wie wir es machen, wo wir vielleicht anfangen könnten und deswegen ist auch ein großer Teil wegen ihm, dass wir überhaupt so einen Fisch jetzt sofort fangen können. Ja, also wie gesagt, ich bin übelst glücklich. Ein riesiger Stein ist mir vom Herzen gefallen. Der erste Fisch ist gefangen und jetzt kannst du noch besser werden. Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir jeden Tag woanders hinmoven. Wir sind schon gerade wieder am Einpacken, denn ich bin halt nur für ein paar Tage hier und ich habe das Gewässer noch nie gesehen, war noch nie hier. Und der Edo meinte, es wäre cool, wenn wir dann jeden Tag woanders hingehen, halt jede Stelle oder verschiedene Stellen beangeln und ich somit auch einen Überblick über das Ganze bekomme. Und ja, ist zwar anstrengend, aber im Endeffekt wird es sich sicher lohnen. Das ist der Plan. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und mal schauen, was die nächsten Stunden oder vielleicht heute Abend noch geht. So heiß. Ich glaube, wir haben momentan 27 Grad und wir waren jetzt vor 10 Minuten noch etwas ins Wasser, etwas abkühlen und ja, wir haben jetzt den ganzen Morgen und halben Mittag damit verbracht, Stellen zu finden, an denen wir die nächste Nacht und vielleicht morgen angeln können. Ist gar nicht so einfach, also die Karpfen halten sich verstreut auf. Wir haben bei einem Spot, ich glaube, da habe ich auch eine Drohnenaufnahme, sehr viele Karpfen gesehen, aber die Stelle selbst ist so ja, schwer zu erreichen und dann haben wir uns einfach gesagt, das ist es nicht wert und sind wir weitergezogen, haben noch zwei andere Buchen angeschaut. Die Karpfen waren meistens tief in den Buchen drin oder an teilweise so kleinen, ich sag mal so Krautfeldern. Das war sehr interessant zu sehen, dass sie sich wirklich gerne im Kraut oder neben dem Kraut aufhalten. Und ich glaube, der Spot, wo wir heute Mittag zum ersten Mal, das war der erste Spot, wo wir abgecheckt haben. Ich glaube, dahin fahren wir jetzt und da werden wir dann auch, ja, in die kommenden Stunden und vielleicht bis morgen angeln.
Das ist der Plan. Auf jeden Fall haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, 6 Stunden oder 5 Stunden damit verbracht, einfach herumzufahren, Karpfen zu suchen, Drohne hochzulassen und etwas ins Wasser zu springen. Ja, aber auf jeden Fall, mir gefällt es. Gibt so ein richtiges Abenteuerfeeling, wenn man gar nicht weiß, wo man angeln soll, was es hier gibt und wie das Ganze aussieht. Also jede Stelle sieht anders aus, überall andere Natur. Und ja, also wenn ich jetzt, ich habe die letzten Monate in Dänemark verbracht und einfach hier zu sein, bei 27 Grad, spanisches Essen, spanische Sonne, ich liebe es. Fast Abendessen. Leider haben wir noch Hamburger. Ich glaube, man kann es gut hören. Also hier gibt es keine Menschenseele, keine urbanen Geräusche, einfach nur Vögel und Insekten. Und ich bin wirklich entspannt im Moment. Punkto Angeln, ja, man kann es vielleicht sehen, die Sonne geht langsam unter. Wir haben mittlerweile wieder 7 Uhr und fahren gerade die letzten Routen. Ich habe schon einiges erklärt, wie wir angeln mit den Krautfeldern. Das ist auf jeden Fall der erste, ich sag schon mal, Tipp auch von Edu. Die Karpfen scheinen wirklich sich an diesen Krautfeldern gerne aufzuhalten. Ich am Anfang habe ich mich hauptsächlich dann orientiert, wo ich die Karpfen so springen sah. Und hier springen einige Karpfen. Also gestern vielleicht so 20 Stück habe ich gesehen. Und ich sprang so relativ in der Mitte. Ich hörte zu Edu, hey, ich muss meine Route da ablegen, die Karpfen springen. Er meinte so, okay, wenn du willst. Ich habe die dann abgelegt. Es war auf 9 Meter, nur so eine Badewanne, flacher Grund. Habe etwas angefüttert, natürlich war die Route nicht gelaufen und Edus Krautrouten sind, also eine davon ist abgelaufen und die andere beim Kraut auch. Ich glaube, der weiß genau, von was er spricht und deswegen heute, ganz egal, wo die Karpfen springen, ich orientiere mich an den Krautfeldern, da wo wir auch die Karpfen mit der Drohne gefunden haben. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile 2 Routen an Krautfeldern abgelegt, genau an der Kante. Wir haben hier vor uns so ein, ja, so ein, einfach so ein Streifen von Kraut, was vorbeigeht. Und wir haben dann einige Routen vor der Krautkante und hinter der Krautkante. Und ja, mal schauen, ob das was bringt. Aber ich glaube schon, dass das hier in dem Areal mit einer der besten Spots ist. Ich bin heiß auf die Nacht. Edu, was passiert? So, ich habe nicht mal meine letzte Route gelegt. Und dann ging schon die erste ab. So geil. Ist richtig, richtig stark, der Fisch. Wahrscheinlich ein Männchen. Aber ja, mal schauen. Das ging schnell hier. Man steht hier auf diesem Affenfelsen mit seinem Hund zu drehen. Ja, der Grund ist voller riesiger Steine. Und da müssen wir verhindern, mit der Schnur über die Steine zu drillen. Welche Route war das? Die ganz linke, die ich zuerst gelegt. Das war die vor dem Krautfeld, oder? Ja. Vamos! Endlich! Ja. Puff, war das anstrengend. Egal, der hat so gekämpft. Aber immerhin Fisch, Alter. Geil. Nee, der ist voll geil. Ja, der ist auch groß. Oh, schöner. Boah, das war jetzt ein Kampf. Richtig geil. Neuer Spot. Routen gerade gelegt. War noch die eine Route am Legen. Kai war gerade raus. Boah, und erster Fisch.
von diesem Spot und schaut euch den mal an. Geil. Kann es weitergehen. Boom. Sehr nice. Ich habe keinen Plan, wie viel Flur wir haben, aber ich habe den ersten Fisch der Nacht. Ein schöner Schuppi. Geil. Ja, ich hätte mal so 14, 15 Kilo wird er haben. Aber richtig guter Fisch. Oh Mann. Stabil. Er ist gut stabil und wild. Oh, geil. Pass auf! Junge, was läuft hier? Dreh! So, erster Fisch vom Morgen. Gerade direkt am Krautfeld abgelaufen, mein Poppy. So, so kann ein Start. So kann den Tag starten. Edo schwimmt wieder. Edo, Edo schwimmt wieder. Edo schwimmt wieder. Edo Fisch schwimmt wieder. Und heute Morgen hatte ich auch noch einen. Einen guten Schuppi in seinem Bauch. Junge. Das ist ein Schleier. Geil, geil. Petri, Logo. Danke, danke. Oh, ich schwimme wieder. Da sehe ich die Mientag so. Gegen Mittag kam noch ein Kumpel von Edu vorbei. Er war mittlerweile schon einige Tage am See und es war scheinbar echt schwer, die Fische zu finden. Und da wir sowieso am nächsten Tag gehen wollten, haben wir ihm gesagt, er könnte noch für eine Nacht mit uns angeln und dann morgen die Stelle übernehmen. Ja, die Sonne brennt richtig, wir haben mittlerweile Mittag und 28 Grad. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann jetzt hier im Schatten mal kurz erklären, was ich alles dabei habe. Viel ist es nicht, denn ich bin mit dem Flieger geflogen. Hier ist meine Tacklebox, habe ich alles drin, in so einer Compact-Tasche. Von den ganzen Rig-Materialien, verschiedene Vorhauchmaterialien, das Boom, auch mit dem Crimp-Tool. Benutze ich im Moment sehr gerne, denn ich angel hier und auch die letzten Tage mit Spinner-Rigs. Und auch sonst von Tubing, alles drin, hat alles reingepasst, ich war selbst erstaunt. Und ja, klein und kompakt, das ist die Tacklebox. Dann haben wir Punkto Köder, ja, konnte ich auch nicht viel mitnehmen. Eigentlich habe ich die jetzt vom Edu, Punkto, was wir hier angeln mit Mais, Hanf und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, komm, nimmst ein paar Pop-Ups mit. Die habe ich zu Hause noch eingesoakt mit Gu. Das sind hier zwei verschiedene, mit denen habe ich auch die letzten Tage geangelt. Und ja, waren relativ erfolgreich, würde ich sagen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Rigs. Habe ich so eine kleine Rigbox mit. Und wie gesagt, angle ich im Moment sehr gerne mit den Spinner Rigs. Hier habe ich jetzt einige vorbereitet. Es sieht vielleicht komplex aus, wenn man den Haken sieht mit dem ganzen, ja, mit dem Wirbel dran. Aber im Endeffekt ist es sehr praktisch und einfach zu machen. Angefangen mit dem Haken. Hier habe ich jetzt einen 4er White Gape drauf.
Und auf diesen Haken wird dann ein Kicker, den ich leicht vorne abgeschnitten habe, drauf gemacht. Dann kommt so ein Wirbel mit einer Schraube. Die ist einfach praktisch, um zum Beispiel ein Pop-Up reinzuschrauben, rauszuschrauben. So kann man den Pop-Up ganz einfach wechseln, um es nicht mit diesem Baitflosse, mit dem Feuerzeug, das abends um 3 Uhr morgens oder irgendwann, wenn man gerade Stress hat, das Ding so anbrennen. Das heißt, der Wirbel finde ich relativ praktisch und mache ich auch meistens an die ganzen Spinnerwicks dran. Dann habe ich dann, um den Wirbel am Haken zu befestigen oder das, damit er nicht rausgeht, habe ich so einen Hookbeat drauf und das ist eigentlich schon der Haken. Die kann man dann auch vorbereiten und da habe ich auch immer welche in meiner Rigbox drin. Und wenn ich dann mal den Haken und das Ganze wechseln muss, dann kommt so gesagt der Vorteil von diesem Spinnerwick. Hier hat man einen Spinnerwirbel und den Haken kann man dann, wenn man den Kicker hochzieht, kann man den auswechseln. Das heißt, wenn der Haken stumpf ist, muss man nicht ein ganz neues Rig machen, sondern einfach den Haken mit dem Ganzen auswechseln, wieder rein, Kicker drunter und dann ja, ist das Ganze wieder startklar. Hier habe ich da noch etwas Putty drauf, dass das Ganze mit dem Pop-Up runtersinkt und ja, also ich glaube, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Es ist mit einem Boom und dann halt gecrimpt, das ist es. Und mit dem habe ich auch die letzten Tage geangelt und hat perfekt geklappt. So, zweiter Biss am Tag, wieder gleiche Stelle, gleiche Montage, gleicher Haken, alles gleich. Und wieder so ein kampfstarker Schuppi, sehr nice. Läuft, würde ich sagen. Aber sowas von. Sehr nice. Und wir fahren gerade die letzte Route. Alles ist ready. Und ich bin echt gespannt, was uns die Nacht bringen wird. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall viele Fische gesehen überall. Und auch wenn es heute kein Wind gibt, bin ich guter Dinge. Ich auch. Let's go. Das wird den Pepino bringen. Den Pepino, die Big Mama. Also komplizierte Taktiken haben wir auf jeden Fall nicht verwendet. Generell hatten wir kein Problem mit Weißfischen und deswegen haben wir auch etwas feineres Futter benutzt. Mais, Hanf, gekochte Boilies oder Pellets. Die Ruten haben wir dann an nahegelegenen Krautfeldern abgelegt und als Montage meistens ein Hint Stiff Rig oder ein Spinner Rig benutzt. Und der nächste Tag geht zu Ende. Ja. Also was wir die letzten Stunden hier erlebt haben, ist kaum in Wörter zu fassen. Ich bin, oder Edu auch, wir sind echt erstaunt, wie viel wir gefangen haben und wie gut es läuft. Ich will mal so sagen, der See ist gar nicht einfach. Wir haben 5500 Hektar und scheinbar über 70 Kilometer Ufer. Das heißt, es gibt genug Möglichkeiten, wo man hier angeln könnte. Edu kennt auch einige Leute, die auch am See sind und bei weitem nicht so gut fangen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir vielleicht mit etwas Glück auch eine sehr gute Stelle gefunden haben und auch auf der Drohne die Karpfen im Kraut hier sahen und wussten, hier müssen wir angeln, das ist der Spot. Und das ist auch der Grund, wieso wir an der Stelle noch einen Tag bleiben. Normalerweise haben wir gesagt, hey, jeden Tag moven wir, also gehen wir an eine andere Stelle, dass ich so viel sehe vom See wie möglich. Aber dieses Mal haben wir gesagt, es läuft zu gut, um einfach wegzugehen. Und genau deswegen bleiben wir noch einen Tag. Und wer weiß, vielleicht kommt noch der ein oder andere richtig dicke Fisch. Die Finger sind auf jeden Fall gekreuzt und auf der Drohne haben wir auch einige von denen gesehen. Das andere, was ich mir auf jeden Fall merke, ist beim nächsten Mal bessere Schuhe, denn mit den Crocs hier über die scharfkantigen Steine zu laufen, ist nicht das Beste. Und man muss auch bedenken, dass wenn man nachts hier herumläuft, zur Route, also ich muss hier über das ganze Terrain
laufen. Ich kreuze immer die Finger, dass ich nicht falle. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, auf jeden Fall haben wir noch 2 Tage Zeit. Übermorgen geht der Flieger. Und ich würde sagen, für heute Abend ist Schluss. Wenn die Kamera nochmal angeht, dann hoffentlich mit deinem Fisch. Bis dann. Jetzt konnte ich hier um 4 Uhr morgens die Kamera in die Schnauze halten. Ja. Ein Traum. Hier ist mehr. In the net. Petri. Finito. Guten Morgen. Ja, die Nacht verlief, ich sag mal so semi-gut. Wir dachten mit all dem Fisch auf der Drohne, also was wir hier im Kraut vor uns gesehen haben und auch in der Bucht, für das Run-off-Run gehen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt 4 Fische gefangen, einen etwas kleineren Karpfen, dann noch 2 Karauschen. Edu war ganz stolz drauf, dass er die ganze Zeit wieder runterrennen konnte. Und dann heute Morgen ging dann noch ein etwas besserer Fisch. Der ist auf jeden Fall jetzt da unten im Netz und den werde ich euch dann nachher zeigen. Upa, 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 upa. Was ist denn da jetzt gefangen? Ein Schleier. Ein Schleier. So, gerade den ersten Fisch des Morgens gefangen. Das heißt, die Fische sind wieder aktiv da im Areal. Deswegen werde ich jetzt direkt die Rute wieder legen. Danach können wir schnell den Fisch fotografieren. Gut so. Was für ein Morgen. Hey du, mega geil. Es läuft. Guter Start für den Tag. So was von. Du hast doch nur 2 mit dem Fox. Ja, dann muss es wieder sein. Aber jetzt kann ich. Ja, komm. Ja, oder? Ja. So. Opa. Sehr nice. Immer. Petri. Danke, danke. Geiler Fisch. Und der nächste. Geiler Fisch, geiler Fisch. Was läuft hier, Digga? So, Fisch ist im Kescher. Ich habe schnell die Montage gewechselt. Neuer Haken, neuer Pop-Up. Und das Ding, rein wieder rein. So, hier haben wir den guten. Mittags in der prallen Sonne auf dem kleinen Poppy. Geil. Sehr nice.
was geht hier bitte ab? Kaum haben wir die Route am Krautfeld abgelegt und schon geht sie wieder los. Also Ede und ich kommen heute nicht zur Ruhe. So, ein kleiner Wilder, genau das gleiche wie vorhin, Power-Up vom Krautfeld. Und der ist etwas angespannt. So, Mann, ich habe eine richtig gute Zeit hier in Spanien. Route rein, Route raus, drillen, Montagen machen. Also wir sind echt fertig. Jetzt gönnen wir uns erstmal etwas zu essen und genießen eine kurze Pause in der Mittagssonne. Doch lange hat es nicht gedauert, denn kurz danach meldete sich schon wieder die nächste Route. So, heute Morgen sind ein paar Fische gerollt. Dann habe ich einer von den weiteren Routen einfach eingeholt. Poppy dran. Rausgeworfen und jetzt mit null Wind mittags habe ich einen richtig krassen Vollrun gehabt. Und ja, bin gespannt, was da hängt, aber der hat auf jeden Fall Power. Bim! So nice, nächster. Ein weiterer kampfstarker Schuppi. Wir releasen den auch jetzt direkt vom Boot aus, damit er nicht mehr gestresst wird. So. Moment. Komm. Okay. Und ich glaube, es ist Zeit zu moven, Bro. Let's go! Die nächste Stelle liegt ein paar Kilometer von hier entfernt. Und seien wir mal ehrlich, wer will schon mit einem Elektromotor dahin tuckern, wenn man doch einen Benziner hat? Leute, ich glaube, ich bin gerade im Paradies angekommen. Ich stehe gerade hier unter einer Brücke, überall sind Schwalben, sieht wunderschön aus und ich verliebe mich wirklich in diesen See. Warte, ich zeige euch das mal. Was für eine Woche. All die letzten Tage habe ich so viel erlebt und ich muss auch zugeben, es war echt anstrengend. Wir haben fast jeden Tag eine andere Stelle beangelt. Wir haben oder waren die ganze Zeit unterwegs, entweder Karpfen gesucht oder halt irgendwo hinzumoven, einpacken, auspacken. Ich bin echt platt und ich glaube, du auch. Und mittlerweile sind wir an der letzten Stelle angekommen. Auch hier wieder wunderschön. Ich werde es nur etwas filmen. Und ja, Edu kommt gerade angetuckert mit dem Boot. Wir legen jetzt noch die Routen raus und dann genießen wir den letzten Sonnenuntergang hier an dieser Stelle. Also ich muss zugeben, die letzten Tage ist kaum in Worte zu fassen. Der See ist einer meiner Lieblingsseen. Ich habe mich richtig verliebt und ich hoffe auch wiederzukommen. Wir haben tolle Fische gefangen, hatten eine Hammerzeit. Und ja, an dieser Stelle noch einen großen Dank an Edu. Danke du. Danke, dass du mir es möglich gemacht hast. Und ja, ich hoffe, dass ich hier nochmal zurückkomme und jetzt vielleicht noch einen Karpfen fange.
Ja. Yes. Anlehnen. Ja, Schuppi. Ein guter Wecker. Ja. So geil. Hier ist der nächste. Der ist ungefähr gegen 6 Uhr abgelaufen. Auch ein, sag ich mal, guter Schuppi. Ich wünsche, ihr werdet hier. Ihr werdet das sehen, was ich gerade sehe. Die Sonne kommt über den Berg. Oh, sieht so schön aus. Und dann auch ein Fisch in den Arm. Was will man mehr? Hier geht der. Geil. Letzter Fisch vom Trio und wahrscheinlich auch der letzte Fisch des Trips. Was für eine geile Reise. Eine Woche mit Edu. Ey, danke für alles. Gerne, oder? Das hat mir richtig gefallen. Und dann noch so ein Abschlussfisch. Schon top. Nice, nice. Und das ist noch in der letzten Stelle noch geklappt. Halt. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber wir haben es riskiert, oder? Wir haben es riskiert und wir haben es gepackt. Sehr nice. Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Ich muss meinen Flug noch bekommen. Wir müssen bis nach Madrid fahren und dann noch deinen Flieger bekommen. Okay, let's go. Fisch rein und dann einpacken. Let's go! Also zu Ende, es ist wohl dann erst, wenn die letzte Route eingekurbelt ist. Mann, 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 was für ein Schluss von einer richtig geilen Session. Und so nebenbei bemerkt, ich war schon etwas nervös, ob ich meinen Flieger überhaupt noch bekomme. Da haben wir ihn, den letzten Fisch von meiner Spanienreise. Mann, die letzten Tage sind kaum in Wörter zu fassen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.